Master of Disaster, weil du deines Amtes. Okay. Also, was haben wir hier? Aha, USB fährt in alle Richtungen. Wahrscheinlich muss man es so rum machen. Kann Wheelie. Und sieht stylisch aus. Dreht sich jetzt schon. Ah, hier unten. 12 plus Stunts auf der Nase. 360 Grad drehen, springen. So sieht er aus. Jawohl. Fernbedienung. Wir müssen jetzt mal die Batterien checken und dann wollen wir ein bisschen Spaß haben, oder? Hier geht's an. Wie fühlen sich die Reifen an? Gut. Schön weich. Sehr weich. Da ist keine Batterie, man braucht keinen Akku fürs Auto, sondern. Jawohl. Ladekabel. Einfach Ladekabel und das stecken wir jetzt an den USB-Port. So, wenn der Akku lädt, dann blinkt die LED. Natürlich muss der Schalter auf aus sein. Und wenn es dann vollgeladen ist, leuchtet es dauerhaft. Also warten wir kurz. Dieses Batteriefach öffnen. Hier gehören zwei 3-AA-Batterien rein. Die hole ich kurz. So. Du weißt, wie rum. So. Ja. Und das ist wieder so. Und Deckel drauf. Jawohl. Yeah, mega. So, natürlich waren ein paar Sachen dabei. Hier ist nur so ein Kärtchen, dass man die Reifen sauber machen soll. Hier Emergency Call, aber nur für Nordamerika. Und bisschen bla bla bla. Wir probieren es einfach aus. So, LED leuchtet kontinuierlich. Let's have some fun. Jetzt müssen wir das Kabel wieder reinfriemeln. So, Deckel wieder zu. So. Jetzt Funke an. Auto. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Mach Auto noch mal aus. Oh, okay. Ah, funktioniert nur, wenn er richtig steht oder nicht auf dem Kopf liegt. Jawohl, erste Fahrt. Wie fährt er sich? Oh! Wir haben es auf Variante 1, damit wird noch mehr unterstützt vom System, damit ist es ein bisschen leichter. Also nach kurzer Fahrzeit merkt man schon leider, dass die Reifen dreckig werden, zumindest auf unserem Holzboden. Vielleicht, klar, der ist auch ein bisschen geölt. Und dann will er nicht mehr ein Wheelie, mach mal kurz. Ja, weil dann die Reifen durchdrehen. Sorry, falls es irgendwie zu windig ist. Fernbedienung an. Was fällt dir auf, dass man es schön heben kann? Sehr gut, komm, lass uns da vorne, haben wir ein bisschen mehr Platz. So, dann beginn mal mit deinen Stunts.
jetzt haben wir es auf 1 und jetzt zeig mal, wie schnell er fährt. Und zurück, jawohl. Und jetzt schalten wir auf 2. Also schon viel, viel schneller. Man muss aber dann auch, wenn man in den Wheelie geht, viel mehr manuell ausbessern.